Seid mir willkommen zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja, ich habe mich dazu entschieden, euch Wings of Liberty zuerst zu zeigen, beziehungsweise zeitgleich auch Heart of the Swarm. Ja, das hier ist dann definitiv der Anfang von StarCraft 2. Für die Leute, die es noch nicht kennen. Und wir fangen einfach mal an. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Sträfling 626, Mörder, Pirat, Verräter. Heute kommen Sie frei. Doch Sie werden bald sehen. Selbst Freiheit hat ihren Preis. Ihr Gefängnis begleitet Sie. Diese Rüstung wird Ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Ja. Render-Videos können sie. Blizzard. Definitiv. StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja, für die, die sich nicht so auskennen, das ist die Terraner-Kampagne. Anders als bei StarCraft 1 haben sie leider nicht gleich alle Kampagnen reingeballert. Ja, jetzt sind wir auf Marschara, Grenzwelt-Territorium der Liga. Koprulu-Sektor. Ja, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Jim Rayner stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar.
Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Unfrieden. Keine Unruhe. Unfrieden. Sarah. Sein Liebchen. Dieser Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Und sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Tararam. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Oh. Space Marines, Allzweck Infantry. So, so. Ja, dann werden wir da einfach mal loslegen. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengs sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Genau, Schiff startklar machen. Auf wie? Ins Gefecht. Tag der Befreiung. Ja. Dann schauen wir mal, was wir hier ausrichten können, anrichten können, wie auch immer. Ja, sehr schade, dass ich jetzt noch nicht irgendwie StarCraft 1 euch zeigen konnte. Hättet ihr vielleicht ein kleines bisschen mehr von der Story mitbekommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ihr, ja, dass ihr euch da ein kleines bisschen auskennt. Wenn nicht, ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn man hier erst einsteigt. Es wird doch recht viel erklärt, was im ersten Teil passiert ist. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Da geht's auch schon los. Zack. Da haben wir den lieben Rainer. Wie ist der Plan? Mit 200 HP statt 45. Das ist doch nett. Tutorial-Videos? Nee, die wollen wir nicht. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Da flitzt schon irgendwas. Was ist denn das? Ein Hund. Ah, so. Raiders rocken. Geht bloß nicht diese Straße lang. Ja, warum denn nicht? Du kannst auf mich. Ja, wie? Sag an, warum nicht? Ach, ihr seid doch doof. Haut doch ab. Wegen zwei Marines. Ah. Naja. Ich hätte auch mehr erwartet, aber gut. Du kannst auf mich zählen. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Ja, und da wir ja gesehen haben, Mengs lügt, machen wir das doch. Ich kann Mengs Visage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch! Zack, da ist es auch kaputt gegangen. Da haben wir ein Dixie-Klo. Klingt gut. Kann man das wo auch kaputt machen? Nein. Ich trete euch in den Hintern. Raiders rocken. Nieder mit Mengs. Meine Familie, meine Nachbarn. Was mit denen? Duck, das sieht langsam richtig übel aus. Wir sehen.
Wie, wegen seiner Familie und seinen Nachbarn? Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Yeah. Marine-Unterstützung. Angriff. Die Kavallerie ist da. Bam, bam. Da ist das nächste Holoboard kaputt. Haben wir noch eins. Puff. Weiter geht's. Haben wir denn noch welche? Hier unten vielleicht? Stimmt noch irgendwo da. Gar nichts muss. Unsere Freiheit. Was denn? Wir haben doch einfach nur Schilders kaputt gemacht. Zeigen wir es ihnen. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Da will einer abhauen. Schießen auf Zivilisten. Ha. Bewegung. Die Schweine. Klingt gut. Das geht ja gar nicht. Wie ist der Plan? Zeigen wir es ihnen. Ich trete euch in den Hintern. Es gibt eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Dann machen wir das mal. Das geht ja gar nicht hier. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Yeah. Ich höre. Unterstützung von Zivilisten. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Rainer. Dann mach das mal. Oh, die machen hier aber ganz schön Terror. Nimm alles von der Liga, hops. Helfen wir denen noch glatt. Das Logistikzentrum platt machen. Bam, bam. Da ist es auch schon hinüber. Also gar nicht. Ja. Haben wir auch schon erfolgreich die erste Mission abgeschlossen. In ganzen 4 Minuten und einer Sekunde. Das ging ja ratzifatzi. Joa, würde ich einfach mal sagen, dann machen wir nochmal weiter in dieser Folge. Das ist ja doch ein bisschen wenig. Kolonie Masara. Meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt.
mich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengst ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Ja, ja, erstmal ordentlich über den Tisch ziehen. Joa, da sind wir dann wohl auch hier gelandet. In der Bar. Was ist denn das da? Gar nicht. Joa, was sabbelst du denn? Schmeckt nicht, sagst du. Okay. Kerrigan. So. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tychus. Naja. Revolution ist ein Hobby, so. Gucken wir mal Nachrichten. Wir haben eine brandaktuelle Einmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Raynor hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall zwischen... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Raynor terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpacks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Und du, Tychus, was erzählst du mir denn Feines? Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryo-Teil ausgebrochen, als sie mich nach Neuforsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tychus, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Herr böse Mengsk. Ja, der auch dafür zuständig ist, dass die liebe Kerrigan von ihm getrennt ist. Naja, getrennt. Naja, lassen wir das. Gucken wir mal. Mission. Dank ihres Einsatzes ist Masara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mengsk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Tychus Findlay ist die Liga nach Masara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf an Tychus Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Ja, diesmal haben wir den Sanitäter bekommen. Ja, dann holen wir uns mal das Xel'Naga-Artefakt. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus.
Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kram? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Dann mal los, Aufi. Die Gesetzlosen. Dann schauen wir mal, was uns in der zweiten Mission erwartet. Ich bin dann ja mal gespannt. Ich muss dazu eingestehen, ich habe es auch schon wieder, ja, ewig nicht mehr gespielt. Also zumindest die Wings of Liberty Kampagne. Dass ich jetzt gerade selber erstmal ein bisschen gucken muss. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Base, das ist doch schon mal was. Weißes ist immer fick, ja, schön, wollte ich sagen. Schick. Nö. Tutorials wollen wir nicht. So. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WWFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. WWFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Joa, das wissen wir doch alles. Nichts Neues. Ist ja auch nicht das erste Strategiespiel, was wir spielen. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Produzieren ein paar Einheiten. Und natürlich WBFs. Und wir haben dazu sehen, dass wir eine kleine Armee hier aufgebaut bekommen. So, hier sieht man übrigens 30 Arbeiter. Könnte er mit den ganzen Rohstoffen hier fassen. Allerdings stimmt es dann auch nicht ganz. Da man ja auch noch Gas abbauen kann. Was ich dann jetzt auch schon gleich mal tun werde. Ja, das wissen wir noch. Macht mal schneller. Schneller, schneller, schneller. Ja, jetzt kann man auch noch mal ein bisschen so die Texturen sich hier angucken beim Sammeln. Die Animation. Also die Grafik ist für ein Strategiespiel doch schon recht ansehnlich. Das muss man wirklich sagen. Ja, schade, dass man nicht so weit rein oder rauszoomen kann. Das stört mich schon ein kleines bisschen. So, dann bauen wir noch mal ein paar Depots. Aber wir brauchen ja auch noch ein paar Sammler. Ja, jetzt reichen natürlich die Mineralien wieder nicht. Ja, sonst googeln wir einfach mal schon mal hier ein bisschen rum. Oh, was ist denn das hier für ein Radius? Ach, das ist Straße. Ach, guck mal, Rohstoffe, das ist doch immer schön. Rohstoffe sind doch immer schön, da lässt sich doch gleich noch ein bisschen was umsetzen, ne? Wobei, machen wir mal ein Tech-Labor, dass wir uns auch gleich mal Sunnies holen können. Hier ist nichts mehr. Nö. Hier ist nichts mehr. Ein Marine ist noch fertig. Die sind auch wieder durch. Kann ich ja gleich nochmal zwei mehr hinschicken. Hier sieht man auch, wie viele Arbeiter am Gasraffinerie benutzbar sind. Reinpassen, wie auch immer. So, dann machen wir mal zwei Medics. Wir brauchen ja auch ein bisschen Heilung hier, meine Jungs. Und ein paar Frauen. Hust. So. Ja, da habe ich gerade die Versorgungsdepots runtergefahren. Das ist eine ganz schöne Sache zu StarCraft 2. So kann man natürlich dann, ja, dementsprechend Ein- und Ausgänge recht gut blockieren. Immer eine schöne Sache. So, da ist die Doktorin. Gehen wir gleich mal los. Weiter gucken gehen hier. Vielleicht liegen ja noch irgendwo Rohstoffe rum oder so. Ja, da sind doch schon welche. Schöne Sache. Noch ein Medic, noch ein Marine. Da ist auch der nächste Medic fertig.
Was haben wir da? Ein Liote. Kein Kojote, ein Liote. Splatsch. Das war ein Liote. So, was haben wir hier? Genau, das geht ja gar nicht. Das können wir doch nicht bringen, können wir doch nicht. Gleich mal helfen den Jungs hier. Und Mädels. Zack. So schnell geht das. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. Trete der Lila in den Arsch. Das machen wir doch gerne. Holt euch diese Basis. Haben wir sogar noch was bekommen hier? Das ist ja nett. Noch eine Kaserne, noch zwei Versorgungsdepots. So muss das sein. Wird man gleich belohnt dafür, dass man hilft. Was geht hier? Gar nichts. Klar. Okay, lasst uns rausgehen und sie fertig machen. Wir müssen diesen Bereich säubern. Ui, Hellions, die sind böse. Feuerschaden ist echt nicht nett. Aber da müssen wir vorbei. Ah, das schaffen die. Haben wir Medics. Heilen gut was weg. Nee, Depots wollen wir jetzt nicht mehr. Oh, schicker Kran. Schick, schick. Oh, ein Bunker. Da muss man schon ein bisschen buxieren. Oh. Aua. 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 Das tut doch weh, Mensch. So. Bist doch gar nicht dabei gewesen. Oder bist doch gar nicht dabei. Was redest du denn? Blöder Sabbelkerl, du. Unglaublich. Ja, dann werden wir mal hier die Basis auseinander pflücken. Scheint sich jetzt nicht mehr viel zu wehren. Tech-Labor kaputt machen. Ja, rat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 a. Mal ein bisschen hier in der Nahansicht, ohne HP-Wolken. Ratatatatatatata. Oh, noch so ein Helium. Au, au, au. Was ist das? So. BBFs töten. BBFs töten ist immer schön. Weniger Geld. Puff. Sind noch ein paar Nachzügler. Joa, kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Bis die Basis hier mal flöten geht. Können wir mal ein bisschen Fokusfeuer machen. Reicht ja, wenn es brennt. Kann ich sie ein bisschen abfackeln lassen. Jetzt sind wir dann hier. Verlieren sie dann immer noch Lebenspunkte. Sehr schöne Sache. So, dann haben wir nochmal das Hops. So, bam, bam. Sehr schön. Bumm. Und bumm. Da haben wir die Liga vertrieben. Schon das erste Teil des Xel'Naga-Artefaktes gesehen. Hier oben sieht man es nochmal. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Das war damit hier die erste Folge Wings of Liberty. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht Abo-Mitglied seid, könnt ihr gerne machen. Dann bekommt ihr immer mit, wenn ein neues Video rauskommt. Also, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Auf bald!